viele unten liegen auf dem Boden. Das ist schon welche Geschichte. Sind die alle später. Oh, thank you.
wieder gehen, oder? Was ist denn hier? Wir müssen noch verhindern. Hier ein bisschen nach links, dann mit dem Hintergrund. Und ja, ja, nicht so viel. Ja, okay, jetzt mach doch. Fensterscheiben gab es damals sowieso noch nicht großartig und als wieder reinging und keiner im Eck, der den Schein jetzt weggemacht. Also es wurde eine richtig eine Ruine. Das können wir noch wieder aufbauen. Und er hat sich dann entschieden, im Jahre 1800.
vor gut 200 Jahren hat man sich entschieden, die Elisabeth hier ja, aufzumalen und darzustellen. Das kann man sich alles in Ruhe nochmal anschauen, aber auch ich nochmal eine Gruppe. Hier auf diesem Bild haben wir eine weitere Sage, das heißt, ausfinden, wer der Beste ist. Habt ihr die Sechsecker nur schon gesehen auf dem Bild? Nee? Man würde sogar anerkennen, dass jeder von diesen Sängern eine Gitarre dabei hat. Ja, also die sind damals Laute, keine Gitarre von Laute. Da können wir sechs erstellen. Absolut. Jetzt war auch so gewesen, dass jeder sein Lied gezogen hat und jeder hat dann den Handgrafen, den sehr besitzend, dann quasi Honig ins Maul geschmeckt. Ja, auch schon mit ihm, genau, und schon mit ihm gesungen hat, gesagt, du bist der beste Handgraf, du bist der reichste, du bist der schönste, du bist der allertollste. Ne? Und das hat er dann so gesungen. Aber einer war dabei, das soll. Das ist ein Ding, und ich würde noch mal einen Link holen. In dieser Zeit hat er einen Makler, einen Zauberer für sich angestellt und der hat einen nächsten Gegner.
So, jetzt gibst du den Corwin auch eins, bitte. Warum brauche ich das? Нет, нет, нет.
Ich bin immer rum.